Deutschlandfunk, Information und Musik. Kein Wort ist wohl in den letzten Wochen so oft im Kontext des Krieges in der Ukraine benutzt worden wie das Wort Zeitenwende. Weil ein Angriffskrieg unmöglich schien, aber auch, weil sich die deutsche Politik innerhalb kürzester Zeit grundlegend anders ausgerichtet hat. Aber auch rhetorisch kann man von einer Zeitenwende sprechen. Darüber habe ich mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer gesprochen und ihn gefragt, gibt es eine Remilitarisierung der Sprache und der Bilder? Naja, also der Bilder sowieso, weil wir ja ohne Unterlass Bilder eben aus der Kriegsregion in den entsprechenden Fernsehsendungen und im Internet sehen. Krieg ist mindestens, seit es moderne Medien gibt, immer ein Krieg auch der Bilder. Und es ist natürlich auch ein Krieg der Worte. Und wir haben es in den bundesdeutschen Medien doch, sagen wir mal, sehr schnell sehen können, wie Begriffe, die wir lange Zeit überhaupt nicht benutzt haben, wie Tapferkeit, wie Kämpfen bis zum Ende, wie Sterben für sein Land, Vaterland und solche Begriffe, plötzlich völlig normal gebraucht worden sind. Und insofern hat sich da sehr schnell sehr viel verändert. Also wenn wir uns das Wort Held oder den Begriff Held mal anschauen, dann ist Volodymyr Zelensky eigentlich ja der klassische Held, der alle Kriterien erfüllt, die wir sozusagen aus der Literatur kennen. Also ein Underdog, der einer konkreten Todesgefahr ausgesetzt ist und sich dem eben entgegensetzt. Das ist ja eigentlich eine archaische oder mythische Erzählung. Wird er deswegen so verehrt? Naja, man darf vielleicht in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Präsident Schauspieler ist und dass er diese Rolle natürlich mit all den Attributen, die Sie gerade genannt haben, ausfüllt. Ja, aber das darf man ja nicht damit verwechseln. Sagen wir mal, was wir für Auffassungen darüber hätten, was eigentlich ein Held ist oder mehr noch, ob die Kategorie Held überhaupt irgendetwas Zeitgemäßes hat. Das gehört ja auch in diesen Formenkreis dessen, was ich gerade genannt habe. Das sind ja eigentlich Begrifflichkeiten, wo man in einer aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit auch aufgelösten Rollenverständnissen und sowas ja eigentlich denkt, bitte, wo kommt denn das jetzt her? Also diese Männlichkeitsbilder, die haben sich ja offensichtlich auch relativ schnell verändert und in dem Zusammenhang ist ja eigentlich das, wofür der Bundeskanzler steht, nämlich für eine gewisse Nachdenklichkeit, für eine gewisse Ruhe, die ihn ja durchaus auch mit Angela Merkel verbindet, plötzlich ja problematisch eigentlich. Also das, was vorher positiv besetzt war, das wird plötzlich negativ. Würden Sie das auch so sehen? Ich sehe das genauso und ich sehe es vor allen Dingen als eine sehr negative Entwicklung, dass den handelnden Leuten aus der Politik überhaupt keine Phase des Nachdenkens eingeräumt wird. Man hat ein Sanktionsregime verhängt, was es so überhaupt noch niemals gegeben hat. Und bevor man mal abwartet, welche Sanktionen wie wirken, wird sofort nach den nächsten gerufen. Genauso wie dann auch sehr stark nach vollkommen gefährlichen Dingen gerufen wird, wie nach einer Flugverbotszone. Wahrscheinlich im vollkommenen Unwissen der Rufer, was das eigentlich bedeutet, nämlich den Eintritt der NATO in den Krieg und damit eine Entgrenzung des Krieges. Das heißt, die gegenwärtigen Akteure in der Politik, wie Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Habeck, sind eigentlich unter einem permanenten Druck aus der Medienlandschaft, aus den Talkshows, aber auch aus den direkten Interventionen von Politikern aus der Ukraine. Das kannten wir ja vor den sozialen Medien überhaupt noch nicht und vor Zoom und Skype, dass Politiker eines anderen Landes direkt zugeschaltet werden in die Parlamente wiederum anderer Länder oder in die Talkshows, in denen dann Politikerinnen sitzen, die irgendetwas zu entscheiden haben. Das ist ja eine vollkommen veränderte kommunikative Situation und ich finde es auch sehr, sehr schwer für diejenigen, die dann dort in so einem Raum sitzen, darauf zu reagieren, weil die Opferperspektive ist natürlich erstmal eine, der man nicht widersprechen kann. Die ist aber nicht identisch mit einer Handlungsaufforderung.
Wenn es um Kommunikationsstrukturen geht, da würde ich gerne auch noch mal auf die jetzt sehr starke Sichtbarkeit von Generälen, von Mitarbeitern der Bundeswehr in den Medien zu sprechen kommen. Also die SZ hat es ein bisschen überspitzt formuliert vor ein paar Tagen, dass jetzt in jeder Talkshow jeden Abend Generäle sitzen würden. Wird sich das auf die gesellschaftliche Deutungshoheit eigentlich auswirken? Das weiß ich nicht. Ich persönlich finde das eigentlich wohltuend, wenn Leute, die vom Militär und vom Krieg etwas verstehen, sich äußern. Denn bis dato hatten wir ja eher eine Stimmungs- und Gefühlskommunikation. Und es haben sich halt sehr viele Menschen zu Wort gemeldet, die überhaupt beispielsweise keine Ahnung davon haben, dass Kriegsgewalt bestimmte Dynamiken entfalten, die in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht auftreten. Und dass auch, was weiß ich, die Begrifflichkeiten vielleicht mal sorgfältig gewählt werden. Man hört ja vielfach Begriffe wie Völkermord, wie Vernichtungskrieg und sonst was. Und das sind ja keine beliebigen Begriffe. Und das ist schon ganz gut, auch von den Handlungskonsequenzen her zu verstehen, worüber da eigentlich gesprochen wird. Das heißt, wir dürfen uns unsere Rhetorik nicht von Putin diktieren lassen, der ja mit diesen Begrifflichkeiten angefangen hat, mit Entnazifizierung der Ukraine, mit Genozid ausgeübt von den Ukrainern an Russen. Absolut. Ich meine, man darf, jetzt kommen wir auf die Frage zurück, was bringt es denn eigentlich, wenn man von Seiten der Handlung her ständig getrieben wird? Auch das wäre ja ein grandioser Erfolg von Putin, weil er macht ja die Handlungsvorgaben durch den Angriffskrieg, durch das Nichtablassen, durch die Steigerung der militärischen Gewalt gegen Zivilbevölkerung und sowas. Und es ist natürlich Absicht, den Gegner oder die NATO gewissermaßen in Atem zu halten und permanent unter neuen Druck zu setzen. Und man würde auch aus einer militärstrategischen Perspektive immer sagen, wir müssen uns die Situation angucken und dann nachdenken, wie man adäquat darauf reagiert, aber nicht gewissermaßen immer auf eine Aktion von Putin eine Reaktion folgen lassen. Dann spielt er sein Spiel. Das hört sich vielleicht alles kalt und rational an, weil gleichzeitig Menschen sterben, Menschen flüchten, Menschen verletzt werden und so weiter. Aber diesem Vorgang tut man keinen Abbruch, wenn man die ganze Zeit Putins Spiel spielt. Also mit anderen Worten, und ich glaube, Sie haben es auch so formuliert kürzlich, Sie plädieren für den kalten Blick der Vernunft, also dafür, dass die Politik sich auch nicht von der Moral sozusagen ausspielen lässt? Ja, das tut sie ja Gott sei Dank auch die ganze Zeit nicht. Also sowohl Herr Stoltenberg als NATO-Chef, noch der Bundeskanzler, noch die handelnden Akteure lassen sich Gott sei Dank bislang so weit treiben, dass sie Dinge wie eine Flugverbotszone oder eine direkte Intervention der NATO für irgendwie auch nur denkbar halten würden. Darüber kann man wirklich sehr froh sein. Ich möchte noch mal auf Geschlechterrollen zu sprechen kommen. Sie haben das auch kürzlich erwähnt, dass wir da sozusagen wieder eigentlich einen Rückschritt machen, ne? Dass der Mann, der in den Kampf zieht und die Frau, die im Schutzbunker sitzt und beschützt werden muss, dass das im Moment eigentlich die Bilder sind, die letztlich natürlich aus der Ukraine auch kommen. Das ist natürlich auch furchtbar und schlimm. Aber das macht ja auch was mit unserer Gesellschaft. Würden Sie sagen, dass es da einen Rückschritt gibt? Aber vollständig. Man kann vielleicht als Vergleich den Kampf gegen den IS nehmen, wo beispielsweise die kurdischen Peschmerga ja eine große Rolle gespielt haben und insbesondere die Soldatinnen, die insofern auch eine wichtige Rolle in diesem Krieg gespielt haben, weil es ja für die IS-Leute das Schlimmste überhaupt Denkbare gewesen ist, von einer Frau angegriffen oder gar Opfer einer Kriegshandlung von einer Frau zu werden. Und da ist ein vollkommen anderes Rollenverständnis in diesem Raum. Und hier ist es wirklich vollkommen eindeutig, aber auch dann, wie die Bilder halt aufbereitet und uns präsentiert werden. Das ist im Grunde genommen wie 1914, außer dass da eben die Bildmedien noch viel weniger ausgeprägt und vielfältig gewesen sind. Aber ein so klassisches Modell, dass offensichtlich gar niemand auf die Idee kommen kann, dass wie in der Bundeswehr oder in der amerikanischen Armee oder bei den Peschmerga es auch Soldatinnen gibt. Nein, 0,0. Und dass es unter Frauen auch Personen gibt, die handeln. Und nicht nur einfach irgendwo hingeschickt werden, weil jetzt ist Krieg
und jetzt haben sie dort nichts mehr zu suchen oder müssen halt in den Keller. Also das ist sowas von antiquiert, aber dann umso überraschender, wie das im Grunde genommen auch von den ganzen Verfechterinnen von Identitätspolitik oder sowas mal so glatt einfach durchgeht. Der Sozialpsychologe Harald Welzer über die Remilitarisierung der Sprache nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine durch russische Truppen.